Moin Leute und damit herzlich willkommen zum zweiten Video zum DFB-Pokal. Fürth gegen Dortmund wird hier im Einzelspiel über den Kasten laufen. Morgen gibt es dann noch ein weiteres Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, wie das Ganze ausgeht. Glaubt ihr ans Wunder oder wird sich Dortmund durchsetzen? Ansonsten bedenkt auch, ich bin kein ausgebildeter Kommentator. Das heißt, wenn mal ein paar Formulierungen daneben gehen oder was auch immer, das ist dann ja dementsprechend der fehlenden Routine oder Ausbildung anzulasten. Aber naja, ich will mich gar nicht länger rechtfertigen. Viel Spaß jetzt beim Spiel Fürth gegen Dortmund. Los geht's. Und damit herzlich willkommen zum letzten Spiel der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde. Montagabend, 20.45 Uhr, Greuther Fürth empfängt Borussia Dortmund. Als diese Teams das letzte Mal an dieser Ortschaft aufeinander trafen, gab es ein glattes 1:6. Damals spielte Greuther Fürth noch in der Bundesliga. Aber auch im Pokal gab es vor knapp 6 Jahren diese Partie, 2012 war das. Da konnte Gündogan in der 120. Spielminute das 1:0 erzielen. Lange ist es her und dementsprechend mit der Vergangenheit wollen wir uns gar nicht mehr weiter auseinandersetzen. Zumindest nicht mit der älteren Vergangenheit. Es geht jetzt darum, für Borussia Dortmund gut in diese Saison hereinzufinden. Wir schauen aber zuerst auf die Aufstellung von Greuther Fürth. Burchardt im Tor, davor die Viererkette. Wittek, Malucha, Magia und Hilbert auf der rechten Seite. Doppelsechs besetzt mit Omladic und Guganik, Ernst, Green und Atanga in der offensiven Dreierreihe. Und vorne der Torjäger Daniel Keita-Ruel. War ja auch schon in der zweiten Bundesliga erfolgreich. Konnte bereits 2 Tore erzielen. Schauen wir auf die Elf von Borussia Dortmund. Bürki im Tor, davor ebenfalls eine Viererkette. Schmelzer, Akanji, Diallo und rechts Piszczek. Delaney, der Neuzugang aus Bremen, unter Hut auf der Doppel-6. Brun Larsen, einer der Gewinner der Vorbereitung auf der linken Seite. Auf der 10 Götze, rechts Christian Pulisic. Reus in der Spitze auf der Bank, noch unter anderem Axel Witzel zu finden. Starten wir also rein in diese Pokalpartie. Hoffen wir mal, dass es eine spannende Partie wird. Eventuell gibt es ja sogar eine Überraschung. Der Favorit logischerweise ist Dortmund in Gelb von rechts nach links. Den Anstoß hatten hier die in weiß gekleideten Gastgeber aus Fürth. Aber Dortmund mit der ersten Balleroberung und eventuell mit dem ersten Vorstoß nach vorne. Thomas Delaney, der einiges vorhat mit Borussia Dortmund, wie man den Interviews im Vorhinein entnehmen konnte. Aber Greuther Fürth macht das erstmal ganz gut, auch wenn Burchardt hier den Ball relativ motivationslos nach vorne drischt. Das ist Brun Larsen, der den Ball erstmal aufnehmen kann. Marco Reus verdribbelt sich da aber etwas gegen Magia, der den Ball erstmal nach außen bringen kann, aber Piszczek hat den Ball sofort wieder. Dortmund geht früh rauf. Mario Götze verliert aber auch wieder den Ball an Ernst Pulisic. Das ist jetzt ein ziemliches Hin und Her und Malucha scheint den Ball jetzt das erste Mal wirklich aus der Gefahrenzone zu bekommen. Aber Dortmund spielt direkt wieder nach vorne. Christian Pulisic, Malucha. Es fehlt noch die erste Torchance, weil Dortmund dagegen eng stehende Fürther noch nicht durchkommt, aber sie sind weiter auf dem Weg in Richtung Tor von Sascha Burchardt. Es fehlt einzig und allein der Abschluss. Die drückende Überlegenheit sollte sich langsam auch mal dazu ummünzen lassen, eine Chance herauszuspielen. Gelingt bislang noch nicht, weil Fürth da hinten ganz gut steht. Aber Dortmund hat das Zepter bislang klar in der Hand. Es gab aber, wie gesagt, noch keine Torchance. Die sollte so langsam mal kommen. Ansonsten kann Fürth eventuell über einen Konter auch mal zuschlagen, was aber bislang auch noch nicht wirklich gut gelingen konnte. Marco Reus mit dem Ball. Wird jetzt nicht angegangen. Guter Ball auf Pulisic, aber die Fahne geht schnell hoch. Abseits. Schauen wir nochmal drauf. Und langsam könnte dann auch mal die erste Torraumaktion wirklich passieren. Dortmund hatte sich schon im gefährlichen Areal aufgehalten, doch zur Möglichkeit kam es bislang noch nicht. Das dürfte nach einer Viertelstunde der Elf von Damir Buric sehr gut gefallen und das konnten sie bislang auch ganz gut machen. Jetzt aber Borussia Dortmund hoffentlich mal mit einem gefährlichen Vorstoß. Marco Reus mit der Übersicht und Pulisic! Endlich mal die erste Möglichkeit und das war direkt eine super Aktion von Sascha Burchardt. Schöner Schuss auch von Pulisic, aber klasse Tat. Die rechte Hand wird da ausgefahren. Und die erste wirklich gute Möglichkeit, die erste Möglichkeit überhaupt, zum Glück, möchte man fast sagen. Ansonsten wäre die Partie fast eingeschlafen. Aber jetzt gab es eben die Möglichkeit und eventuell die nächste gefährliche Aktion. Aber Ernst kann das Ganze
erstmal klären und haut den Ball aus der Gefahrenzone hinaus. Aber Dortmund will direkt weiter nach vorne angreifen. Es sind fast 20 Minuten gespielt. Die beste Möglichkeit eben gerade gesehen, aber jetzt Dortmund eventuell gefährlicher auf dem Weg nach vorne. Brun Larsen und Delaney mit dem 0:1. Aha, 19. Spielminute, Thomas Delaney mit seinem ersten Pflichtspieltor für Borussia Dortmund. Das ging jetzt etwas zu einfach, der Ball nach außen gelegt. Brun Larsen, wie schon vorhin erwähnt, einer der Gewinner der Vorbereitung, legt in die Mitte und Thomas Delaney hält den Fuß dann hin für Burchardt aus der kurzen Distanz. Dann nichts mehr zu machen und so führen die Gäste dann mit 1:0. Die großen Möglichkeiten blieben bis vor einigen Minuten gänzlich aus. Jetzt ist Dortmund da, Fürth konnte nach vorne noch gar nichts leisten und dementsprechend geht dieses 0:1 auch absolut in Ordnung. Und jetzt sind die Fürther gefragt, ein langes 0:0 halten, wie damals 2012 im Pokal. Kann also schon mal nicht mehr hinkommen. Jetzt müssen sie treffen. Jetzt kommen sie aber auch vielleicht mal nach vorne. Atanga, Keita, Ruel. Und auch die erste Möglichkeit jetzt für die Gastgeber. Aber Bürki hat kein Problem, den Ball aufzufangen. Dennoch kann man erstmal froh sein, dass Fürth scheinbar auch dazu in der Lage scheint, nach vorne zu spielen. Aber Dortmund wird weiterhin diese Partie dominieren, so wie es momentan aussieht. Götze, schöner Ball nach außen auf Pulisic. Reus ist das, der den Ball behaupten kann. Dahoud aber jetzt mit dem Fehlpass. Nick Omladic ist dazwischen. Jetzt müsste es mal bei den Fürthern etwas schneller gehen über außen. Haben sie durchaus die Schnelligkeit. Und Keita Ruel, wenn der durchkommt, aber Akanji passt auf, dann hätte es gefährlich werden können. Aber kein Problem für den neuen Innenverteidiger. Wobei, so neu ist er gar nicht mehr. Er hat auch schon die Rückrunde letzte Saison mitgemacht. Macht er aber gut. Vielleicht der neue Abwehrchef mit Diallo da zusammen. Das machen sie ganz gut. Die Verteidigung bislang wenig zugelassen. Eben ein Kopfball von Keita Ruel. Ansonsten nach einer halben Stunde die Dortmunder recht ungefährdet. Das ist eine souveräne Leistung, wo nicht viel nach hinten anbrennt. Dennoch wäre mal wieder ein Torschuss schön. Und da kommt er auch, Mario Götze. Gefährliche Aktion. Brandgefährliche Aktion. Kann er oder muss er vielleicht auch mehr rausmachen? Da visiert er den Winkel an. Der hätte vielleicht ein einfacher Flachschuss auch schon gereicht zu Torgefahr. Aber immerhin der Abschluss. Da sind wir schon mal ganz dankbar. Sascha Burchardt legt sich jetzt ganz entspannt den Ball zurecht. Ein 0:1 ist ja immer noch kein Weltuntergang, da ein Treffer, eine Unachtsamkeit bei den Dortmundern schon für den Ausgleich sorgen könnte. Aber Fürth müsste dafür auch mal nach vorne spielen und nicht solche ungenügenden Bälle einfach ins Ausdreschen. Das stellt Piszczek dann auch clever an. Aber dennoch muss da ein bisschen mehr Kreativität von der Fürther Elf kommen. Guganic fängt jetzt diesen Ball ab und Julian Green auf Atanga. Der weite Ball aber dann auch wieder geklärt. Schmelze aber da etwas uneinig, sodass sich Atanga da durchsetzen kann. Atanga macht das mit der Hacke ganz schön. Keita Ruel, der gehört eigentlich in die Mitte, weil er einer ist, der diese Bälle abnimmt. Und dann ist die Sache wiederum geklärt. Gibt es jetzt eine Kontermöglichkeit. Dortmund fährt es aber erstmal relativ langsam auf. Doch die Fürther sind dann schon wieder ganz gut gestaffelt und sind hinterm Ball. Der nächste Ballverlust, es ist noch eine relativ zerfahrene Partie, wie man das recht floskelmäßig immer so bezeichnet. Aber das trifft auch hier wieder zu. Viele Ballverluste auf beiden Seiten. Das ist kein grandioses Spiel. Dortmund führt bislang verdient mit 1:0. Hätte auch das zweite schon machen können durch Mario Götze. Aber im Großen und Ganzen macht Fürth das doch in Ordnung. So viel lassen sie nicht zu. Akanji jetzt dazwischen. Keita Ruel macht die nochmal heiß. Green verliert den Ball an Akanji. Und die Sache ist wieder geklärt. Es sind noch knapp 5 Minuten bis zum Seitenwechsel und durch das Tor von Thomas Delaney führt nach wie vor der Gast mit 1:0. Kann Fürth vor der Pause nochmal ein Ausrufezeichen setzen? Das ist Guganic auf Keita Ruel. Guganic hatte ja getroffen beim Spiel gegen Ingolstadt, wo sie einen Punkt mitnehmen konnten. Sie sind ganz gut in die Liga gestartet mit 4 Punkten, 3:1 zu Hause gegen Sandhausen und dann eben dieses 1:1 gegen Ingolstadt. Hier sind sie klar unterlegen, das sieht man auch. Versuchen etwas aufzufahren, das machen sie auch ganz ordentlich. Wie gesagt, aber der ausschlaggebende Faktor nach vorne ist noch so ein bisschen mangelhaft. Akanji wieder dazwischen gegen Julian Green. Es gibt 2 Minuten obendrauf und nochmal die Möglichkeit für Mario Götze schnell nach vorne zu spielen.
um eventuell noch eine Torchance heraufzubeschwören. Das macht Omladic jetzt aber überragend gegen Marco Reus, sodass es gar nicht zu einer gefährlichen Aktion kommt. Sodass es vermutlich mit diesem 0:1 in die Pause geht, aber es gibt nochmal diesen Angriff. Atanga über die rechte Seite, geht da gut rein, aber dann ist es wiederum geklärt. Omladic bringt den Ball wieder heiß rein, aber Dortmund ist immer wieder dazwischen, sodass kaum Gefahr ausgehen kann. Und es steht also 0:1 zur Pause. Für Fürth ist im zweiten Durchgang noch alles drin. Thomas Delaney hatte das Tor erzielt. Wir schauen dann gespannt auf den zweiten Durchgang. Hoffentlich da noch mit der ein oder anderen Torraumszene. Mehr, bis gleich. Jo, bevor es gleich weitergeht mit der zweiten Halbzeit, möchte ich euch aufmerksam machen auf noch zwei weitere Videos. Eins ist oben in der Infokarte verlinkt, das kam bereits gestern raus. Das andere kommt morgen noch mit den Partien, die unten rechts zu sehen sind. Ansonsten, wenn es euch gefällt, würde ich mich über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Aber ja, jetzt geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. Viel Spaß. Zurück in Fürth und wir schauen nochmal auf den Treffer von Thomas Delaney, der bislang das einzige Tor des Tages oder des Abends erzielen konnte. Verdiente Führung zur Halbzeit für Borussia Dortmund gegen Greuther Fürth, die das weitestgehend gut machen und eben den Rückstand noch niedrig halten konnten, wodurch alle Möglichkeiten noch offen sind. Zur Pause einmal gewechselt haben die Gäste. Larsen geht raus, dafür Marius Wolf. Ich weiß nicht, ob da eine Verletzung mit reingespielt hat. Jedenfalls dieser Wechsel vollzogen. Marius Wolf, Neuzugang aus Frankfurt, kommt also auch zu seinem ersten Einsatz. Und hier ist er direkt, aber reiht sich mit einem Fehlpass ein und Guga nicht. Der nächste Fehlpass. Es ist nach wie vor scheinbar eine Partie, wo beide Teams sich noch so finden müssen, auch wenn Fürth schon ein bisschen in der Saison dabei ist, zwei Saisonspiele abgehalten. Borussia Dortmund muss sich erstmal wieder an den Wettbewerb gewöhnen. Jetzt Thomas Delaney, wenn er da nochmal mit dem Fuß rankommt, dann kann es ganz gefährlich werden. Aber so ist der Ball erstmal geklärt. Aber Borussia Dortmund möchte weiterhin nach vorne spielen. Viel Ballbesitz. Und Fürth kommt da gerade nicht zwischen. Schöner Ball von Götze, gute Aktion, aber Guga nicht. Grätscht rein und klärt erstmal zum Einwurf. Es gibt gleich einen Wechsel, der aber jetzt noch nicht vollzogen wird. Witzel steht bereit. Schauen wir mal drauf, wer dann dafür Platz macht. Pulisic erstmal auf Mario Götze. Jetzt gibt's Eckstoß. Guga nicht. Klärt mal wieder. Und ja, da ist der angekündigte Wechsel. Witzel kommt, dafür geht Mahmoud Dahoud vom Platz. Unauffällige Partie, was für ein Sechser. Aber grundlegend nichts Schlechtes bedeuten muss. Witzel jetzt mit seinem ersten Pflichtspielauftritt für Borussia Dortmund. Eckstoß kommt rein von Reus, aber erstmal von Malocha geklärt. Kann es jetzt eine Möglichkeit zum Konter geben? Caterwell macht den Ball gut fest auf Guga nicht. Atanga jetzt, der hat Tempo, aber da ist er im 1 gegen 1. Mit Mario Götze nicht der Gewinner. Diallo macht den Ball direkt wieder schnell und spielt wieder nach vorne. Marius Wolf, Marco Reus und dann der Abschluss nicht von Mario Götze. Legt den Ball nochmal ab, da hätte er sich vielleicht mal ein Herz fassen sollen. Und Witzel jetzt auch mit der ersten Aktion. Mario Götze im Zusammenspiel mit Axel Witzel. Fürth kommt gerade nicht dazwischen, da sollten sie langsamer raufgehen. Ansonsten könnte es gefährlich werden. Delaney legt den Ball nochmal nach außen. Eine Stunde gleich gespielt und Dortmund drückt gerade ziemlich. Marco Reus. Aber deutlich zu harmlos dieser Abschluss. Immerhin mal wieder ein Torschuss. Jetzt gibt es einen Wechsel bei Fürth. Atanga geht, Daniel Steininger betritt dafür das Feld. Atanga hat es ordentlich gemacht, war weitestgehend aber aus dem Spiel genommen von Marcel Schmelzer auf der linken Seite bzw. auf der rechten Außenseite aus Fürther Sicht. Dementsprechend kam auch relativ wenig Gefahr von ihm. Konnte aber einen Torschuss zumindest im ersten Durchgang vorbereiten. Mit Steininger soll jetzt nochmal ein bisschen mehr offensive Gefahr ins Spiel gebracht werden. Aber Fürth jetzt vielleicht mal wirklich mit dieser Aktion. Guga nicht, dieser Lupfer ist aber viel zu gefährlich. Dementsprechend kann da Guga nicht Steininger nicht in Szene setzen, weil Schmelzer wieder dazwischen ist. Nächster Wechsel, Ernst geht jetzt raus. David Raum jetzt also auch auf der linken Außenbahn. Der erste Wechsel bei Fürth. Somit sind die Außen komplett neu besetzt. Steininger bringt den Einwurf rein. Guga nicht, sie sind im Strafraum. Green Omladic. Ein halber Abschluss. Zählen wir mal als Torschuss mit rein, aber Akanji ist dazwischen. Und jetzt gibt es die Möglichkeit für Dortmund zum Kontern. Aber dazu sind sie scheinbar heute gar nicht so bereit. Das ist
momentan nicht die Priorität, unter Lucien Favre, wie es ausschaut, schnell zu kontern, zumindest nicht in diesem Spiel. Fürth stellt dann natürlich auch gut zu, dementsprechend ist wenig Platz da, aber sie haben eigentlich die Qualität. Und jetzt kommt Thomas Delaney. Thomas Delaney auf Reus. Und die Möglichkeit zum 2:0. Sascha Burchardt konnte sich schon ein paar Mal auszeichnen heute. Und das macht er jetzt wieder richtig gut. Schöne Parade, das hätte das 0:2 sein können. Vielleicht sogar sein müssen. Gutes Spiel bislang vom Schlussmann der Fürther. Beim Gegentor im ersten Durchgang konnte er nichts machen. Borussia Dortmund aber möchte jetzt 22 Minuten knapp vor Ende diese Partie entscheiden. Das sieht man ihn an. Sie wollen unbedingt, dass hier nichts mehr anbrennt. Und sie möchten vor allem vermeiden, 120 Minuten hier zu gehen. Akanji auf Marius Wolf. Axel Witzel bislang noch relativ unauffällig in seinem ersten Auftritt. Macht das aber ansonsten ganz solide. Jetzt läuft er da erstmal den Ballweg von Akanji rein. Aber kein Problem. Dortmund weiter im Ballbesitz. Mario Götze ist das. Mario Götze! Super Tor! 71. Spielminute. 0:2. Und das dürfte jetzt wohl die Entscheidung sein. Ein super Schuss von Mario Götze. Und die Fürther sind logischerweise bedient. Da müssen sie fester zupacken an Mario Götze. Der ist da relativ ungehindert. Kriegt von hinten von Maxi Wittek nicht genügend Druck. Und haut dann einfach mal rauf. Unglückliche Aktion für Burchardt, nicht zu halten. Gegen diesen platzierten Schuss ist er machtlos. Und somit steht es 2:0 für Dortmund. Und vermutlich ist das dann auch die Entscheidung an diesem Montagabend. Schöner Treffer, Mario Götze, der heute eine sehr positive und auffällige Leistung zeigt, kann sich hier mit diesem Treffer belohnen. Und Fürth hat jetzt eine Riesenaufgabe vor sich. Man kann nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass sie jetzt noch hier in der Lage sind, das zu drehen. Zwei Tore wirken doch relativ unrealistisch. Käteruel bringt den Ball rein, Witzel ist dazwischen und klärt den Ball erstmal. Doch weiterhin jetzt Fürth im Ballbesitz. Dortmund sollte sich jetzt auch nicht hinten einmauern, aber sie stehen da stabil, sodass relativ wenig gerade passiert. Fürth wirkt etwas überfordert, logischerweise, haben auch viel gearbeitet, immer hinterm Ball gewesen, und dann kamen eben diese zwei Treffer dazwischen, weswegen die Ausgangslage jetzt nicht gerade rosig ist. Jetzt gibt es aber eine Riesenmöglichkeit, nochmal Green, dann mit dem Abschluss, Raum erst gegen Birki, der mit der Brust dazwischen ist, und dann hält er den Ball fest von Julian Green, also fast doch das 1:2, Dortmund sollte aufpassen, jetzt nicht zu fahrlässig zu werden, auch wenn es 0:2 steht. Ein schneller Anschlusstreffer wie eben und dann wird es nochmal brenzlig. Piszczek mit der Flanke, aber Roberto Hilbert ist erstmal dazwischen und Julian Green luchst Witzel den Ball ab. David Raum, Julian Green. Sie sehen, dass Dortmund versucht dann schnell wieder hinter den Ball zu kommen und jetzt sind sie trotzdem dennoch relativ offen. Käteruel, aber ein schwacher Ball. Marcel Schmelzer kommt da nicht in Bedrängnis, ist dazwischen und holt sich den Ball ab. Noch knapp 10 Minuten zu gehen. Diese Partie geht in die letzten Bahnen und scheint auch wirklich entschieden zu sein. Marco Reus erobert nochmal den Ball von Guga nicht. Mario Götze macht es aber wieder ruhig und entspannt. Es ist ein Arbeitssieg, wenn man so möchte. Es ist nicht sonderlich spielerisch hochwertig gewesen, was Dortmund hier gemacht hat. Man hat einige sehr gute und angemessene Tendenzen gesehen. Im Großen und Ganzen ging es aber hier erstmal darum, den Sieg sicher einzufahren, und danach sieht es auch aus. Götze nochmal auf Reus, Wolf mit dem Abschluss, fast noch das dritte, aber der Ball war dementsprechend nicht drin. Und jetzt gibt es nochmal einen Wechsel, Şahin kommt für Thomas Delaney, und auf Seiten der Fürther gibt es auch nochmal einen Wechsel. Guga nicht geht, Sontheimer kommt, aber das ist nichts mehr als etwas Makulatur. Borussia Dortmund wird in die nächste Runde einziehen. Wie gesagt, das Fazit eben schon so ein Stück weit gezogen. Das war souverän, das war relativ ungefährdet. Fürth hatte ein, zwei Akzente nach vorne, die aber deutlich zu harmlos waren, um Dortmund in der Verfassung, in der sie sich befinden, aus der Kontrolle der Partie zu lösen. Wie auch immer man das jetzt formulieren möchte. Aber 2,5 Minuten vor Schluss, wir schauen nochmal auf den Schuss eben von Marius Wolf, kann man sagen, Dortmund hat hier eine wirklich gute und solide Partie hingelegt. Waren hier der Favorit von Beginn an.
konnten das auch auf dem Platz umsetzen. Im ersten Durchgang hätten sie sich durchaus ein paar mehr Möglichkeiten erarbeiten können. Im zweiten Durchgang sah das jetzt schon deutlich besser aus. Jetzt gab es nochmal hier gerade eine Möglichkeit von Ketteruel, aber wieder direkt in die Arme von Roman Bürki, der heute auch keinesfalls aussah, als würde er zittern vor der Konkurrenz, vor Marvin Hitz. Halbe Minute noch zu spielen. Es dürft ihr nichts mehr anbrennen. Dortmund hat jetzt auch nicht das Bedürfnis, nochmal schnell nach vorne zu spielen. Götze wirft den Ball ein, aber die Partie dürfte jetzt in diesem Moment zu Ende gehen. Borussia Dortmund gewinnt mit 2:0. Das Fazit habe ich soeben bereits einmal formuliert. Dortmund gewinnt auch hochverdient gegen Fürth. Hätte auch noch das Dritte dazukommen können. Fürth hatte auch ein paar wenige Möglichkeiten, aber es reichte nicht aus. Zu keinem Zeitpunkt in dieser Partie, um Dortmund in Bedrängnis zu bringen. Damit sind sie in der zweiten Runde. Ich verabschiede mich ganz herzlich und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dann. Jo, das war die Prognose zum Einzelspiel. Wie bereits in der Halbzeit angekündigt, oben links und unten rechts seht ihr die Videos, die schon gekommen sind bzw. noch kommen werden. Ich bedanke mich ganz vielmals fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, nochmal Daumen und ein Abo würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen. Bis morgen und ciao.